Das ist das Datum oder der Zeitpunkt, wo ich denke, okay, jetzt ist es wieder Zeit zu investieren. Ich gehe davon aus, dass es... Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Es crasht gerade alles komplett. In diesem Video sage ich ganz genau, an welchem Tag ich ganz genau was investiere. Alles keine Finanzberatung, sondern nur das, was ich mache. Und bevor wir jetzt starten mit diesem komischen Content da und so, alles nicht so wichtig, erstmal die allerwichtigsten Sachen, die immer in den Kommentaren stehen. Und zwar habe ich heute wieder den Kartoffelsack an. Ja, und diesen Kartoffelsack habe ich sogar in drei verschiedenen Ausführungen. Kurzärmlich, halblang und ganz lang. So, und die zweite Sache, die so wichtig, das Wichtigste eigentlich in diesem Video. Und zwar habe ich natürlich die Klimaanlage an, weil es sind draußen 44 Grad und hier drin ungefähr 60 Grad. Deswegen ja, natürlich habe ich die Klimaanlage an. Okay, wenn dir dieser Content bisher schon gefallen hat, dann unbedingt einmal das Video liken und den Kanal natürlich abonnieren. Und jetzt kommen wir zu dem langweiligen Teil, und zwar den Content, wo es ums Leben, um die Finanzen und so ein Krams geht. So, also, fangen wir mal an. Was ist die Situation? Der Markt crasht jetzt gerade komplett ein. Wir haben die ganzen letzten Videos immer darüber gesprochen, wie die gesamte globale Makrosituation ist, dass es wirklich extrem krass ist. Warum crasht der Markt jetzt ein? In zwei Tagen haben wir wieder von der Fed ein Meeting, wo sie sagen, wie hoch sie die Zinsen erhöhen. So, und 20% der Menschen glauben, weil die Inflation nicht wirklich so runtergegangen ist, wie sie eigentlich hätte runtergehen sollen, wie alle das erwartet haben. Deswegen denken 20%, okay, die Fed wird wahrscheinlich 1% erhöhen. Das wäre historisch gesehen das erste Mal und das wäre zu krass. Das würde den gesamten Markt praktisch auslöschen. Und ob sie das machen, das glauben 20%. Ich denke es wahrscheinlich eher nicht, weil dann wäre es zu offensichtlich so, hey, ihr habt den Markt gecrashed, was soll das? 0,75%, was 80% der Leute davon ausgehen, ist eigentlich das, wo man sagt, okay, alles klar, damit zerstören wir langsam das ganze Volk. So. Und das ist ja genau das Ziel. Erstmal, jetzt Bitcoin ist ja so gecrashed. Cecil, soll ich nicht jetzt kaufen? Der Preis ist jetzt auf 18.400, jetzt gerade, wo ich das Video drehe, runter. Ist ja super, eigentlich eine super Möglichkeit, wenn man es langfristig sieht. Ja, ich finde auch langfristig gesehen ist das sehr gut, alles keine Beratung. Aber ich gerade kaufe jetzt in diesem Moment nicht. Ich sag dir ganz genau, wann ich kaufen werde. Aber es gibt da draußen viele Möglichkeiten. Also Bitcoin, sehr interessant. Ethereum hatte gerade die Umstellung, Merge von Proof of Work auf Proof of Stake. Hat alles funktioniert. Das war praktisch einer der größten historischen Ereignisse im Kryptomarkt. Also hat alles super geklappt. Jetzt wird viel weniger Energie verbraucht. Also die ganzen Leute, die sagen, hey, alles in viel zu viel Energie. Das Argument ist jetzt weg, weil jede Transaktion braucht jetzt weniger Energie als eine E-Mail schreiben oder so. Also das ganze Argument ist jetzt weg und jetzt wird es auch deflationär. Das heißt, über die Zeit, wenn das Netzwerk oft genutzt wird, dann wird sogar immer weniger davon da sein. Das heißt, Bitcoin ist ja auf diese 21 Millionen gecuttet. Mehr wird es nicht geben. Und Ethereum wird jetzt praktisch sogar deflationär. Das heißt, das ist das Gegenteil von dem Fiat-Geldsystem, wo sie einfach 50% der gesamten Geldmenge in 2 Jahren drucken können. So, das heißt, langfristig gesehen, sehr gut. Wie sehe ich das jetzt aber kurzfristig? Kurzfristig ist ein bisschen eine andere Sache. Und ich bin schon sehr gut investiert in den verschiedenen Bereichen und so. Und deswegen habe ich es jetzt nicht so eilig, dass ich jetzt unbedingt kaufen muss. Also wenn ich jetzt noch gar keine Positionen nirgendwo hätte, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken, jetzt schon mal anfangen, was zu kaufen. Ich sehe aber ein ganz anderes Problem und ich sehe diese Makrosituation und ich denke, dass es noch sehr, sehr viel Schmerz geben wird. Und das hat die Fed ja auch angekündigt. Also eigentlich müssen wir immer nur darauf hören, was die Fed sagt. Und unabhängig davon, dass alle Prognosen der Fed immer falsch sind, aber wenn es darum geht, darauf zu hören, was sie sagen, was sie machen werden, dann haben sie eigentlich immer genau das gemacht, was sie gesagt haben. So, und sie haben jetzt in dem letzten Treffen da gesagt, habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, sie können die Inflation nicht beeinflussen, weil sie können nicht den Ölpreis beeinflussen, sie können nicht beeinflussen, was die Restaurants, was Bananen kosten, sie können das alles nicht beeinflussen. Das Einzige, was sie beeinflussen können, ist, dass der Bedarf, also ob die Leute das kaufen wollen, dass das gedrosselt wird. Und das schaffen sie nur, indem sie praktisch die Menschen, die Mittelschicht, alle komplett rasieren, damit die einfach nicht mehr genug Geld haben, irgendwas zu kaufen. Und dann geht die Inflation natürlich auch runter. Und deswegen haben sie im letzten Treffen gesagt, okay, 8%, mehr als 8%, das ist definitiv zu hoch. Unsere Hauptaufgabe, und wir werden nicht aufhören, bis wir das erreicht haben, ist, die Inflation runterzubekommen. Und wir wollen die Inflation runterkommen auf irgendwie Richtung 2%.
So, die Fed hat zwei Aufgaben. Einmal, also die den Markt, die Wirtschaft zu stabilisieren. Das heißt, einmal haben sie die Aufgabe, dass die Inflation nicht zu hoch geht, aber auf der anderen Seite haben sie die Aufgabe, dass die Arbeitslosenzahlen nicht zu hoch gehen. Und das ist genau der Knackpunkt. Und die Fed hat schon angekündigt, dass sie eigentlich so doll den Markt zerstören müssen weiterhin, bis die Arbeitslosenzahl auf 7,5% hochgeht. Jetzt ist in den USA, glaube ich, um die 2%. Das heißt, da ist noch sehr viel Spielraum. Und sie haben zusätzlich gesagt, dass sie nicht bei einer guten Zahl umkehren werden. Also selbst wenn jetzt die Inflation im nächsten Monat, sagen wir, auf 6% runtergeht, dann reicht ihnen das noch nicht. Weil die wollen das Ziel von 2% erreichen und sie machen praktisch so lange weiter, bis die Arbeitslosenzahl auf 7,5% hochgeht. Und das ist natürlich krass. Und das müssen wir wissen, weil das beeinflusst alle Märkte. So, hey, warum geht denn auch Gold runter, wenn eigentlich ist Gold doch ein Hedge? Also eigentlich, wenn der Aktienmarkt runtergeht, geht doch eigentlich Gold hoch, weil dann investieren die ja da. Ja, aber wenn der ganze, wenn alle komplett rasiert werden und keiner hat mehr Geld, dann investieren die natürlich auch nicht in Gold. Und auch nicht in Bitcoin und auch nicht in Aktien und auch nicht in gar nichts. So, das heißt, das ist das Ziel der Fed. Und die Fed wird nicht aufhören, bis diese 7,5% ungefähr erreicht sind. Und das ist das Datum oder der Zeitpunkt, wo ich denke, okay, jetzt ist es wieder Zeit zu investieren. Ich gehe davon aus, dass es noch sehr viel weiter runtergehen kann. Ich bin definitiv nicht schlau genug, um in die Zukunft zu gucken. Und eigentlich auch keiner auf der Welt, auch wenn das manche denken. So, das heißt, ich weiß es nicht. Vielleicht geht es auch wieder hoch oder vielleicht hält es sich hier und dann geht es wieder hoch. Ja, gut. Ich bin schon investiert. Das heißt, ich denke dann nicht, oh, jetzt habe ich die Chance verpasst. Nein. So, ich werde aber das meiste zurückhalten, weil ich mir vorstellen kann, dass es noch sehr viel länger sehr schmerzhaft wird für die gesamte Weltwirtschaft. Wenn man in der Welt guckt, was alles los ist mit Inflation in allen Ländern, die gehen alle pleite und so weiter und so fort. Denke ich, das geht noch sehr viel weiter. Und erst der Zeitpunkt, wenn die Fed entweder sagt, wir schmeißen jetzt wieder Geld ins System oder wenn die Arbeitszahlen auf 7,5% ist, dann muss die Fed eigentlich auch umdrehen. Dann ist der Zeitpunkt, wo ich denke, dann kann es wieder hochgehen und dann kann das Spiel erst noch mal ein paar Jahre weiter geschubst werden. Das denke ich. Und was mache ich jetzt bis dahin? Investiere ich 0,0? Nein, das ist auch nicht ganz richtig, weil ich habe, sagen wir mal, ich habe 100 Euro. Sagen wir mal, ich kriege jeden Monat 100 Euro. Dann würde ich trotzdem 10 Euro, 20 Euro immer so reinstecken in den Markt. Das heißt, ich würde dann zum Beispiel, wenn der Preis auf 17,5 runtergeht, packe ich 10 Euro von den 100 Euro rein. Wenn er auf 15 runtergeht, dann packe ich nochmal 10 Euro rein. So, aber ich werde so 50%, 60%, 70% einfach an der Seite behalten. Einfach, weil ich nicht weiß, wie der Markt sich entwickelt. Einfach, um ein Polster aufzubauen. Und dann, wenn ich wirklich sehe, dass die Fed erst umstellt, je nachdem, wo der Preis, Bitcoin-Preis dann ist oder von verschiedenen Aktien oder so. Aber ich denke, das kann noch sehr, sehr viel weiter unten sein. Also auf lange Sicht ist natürlich eine E-Mail zu schreiben besser als ein Brief nach Afrika, dauert 10 Jahre. E-Mail sofort da ist besser. Fotos auf dem Handy zu haben, sofort schicken können nach Venezuela innerhalb von einer Sekunde ist besser als Foto zu schießen mit noch hier pff, und dann entwickeln und 5 Jahre später ist das irgendwann in Venezuela. Das ist besser. Und heutzutage Geld hier auf dem Handy zu haben und in einem Klick nach Venezuela zu schicken für praktisch 0,001 Cent, ist besser. Das heißt, das ganze System, meiner Meinung nach, hat noch extrem viel Potenzial. Aber wir sind gerade in einer Phase, wo es extrem krass ist, wo alles rausgesogen wird aus der Mittelschicht. Und deswegen ist es mittelfristig gerade ein bisschen schwierig wahrscheinlich. So. Das ist auf jeden Fall die Sicht, wie ich das habe. So sehe ich das. Schreib mal gerne unten rein, was du dazu denkst. Und das Wichtigste, und ich sage es immer wieder, ist immer, dass wir uns Wissen ansammeln. Weil ich höre immer die Frage, ja Cecil, in was für einen Coin soll ich denn jetzt investieren? Und dann sage ich, in den Coin Wissen. Weil wenn wir uns Wissen ansammeln, das ist ja das Fundament, dann wissen wir es ja. Warren Buffett oder Ray Dalio kommt jetzt auch nicht zu mir und sagt, hallo Coach Cecil, ich habe deine Videos auf YouTube gesehen. Kannst du mir sagen, in welche Aktie ich jetzt investieren soll? Das machen die ja nicht. Warum nicht? Weil sie ja das Wissen haben. Das heißt, das Fundament ist immer, dass man das Wissen hat, weil dann hat man ja keine Frage, weil dann weiß man ja, was man macht. Und das ist jetzt im Investieren so, aber das ist vor allen Dingen so, wenn ich darüber nachdenke, wie kann ich mich aus diesem Regierungs
Apparat abkoppeln? Wie kann ich nicht beeinflusst sein von 1200% höhere Stromkosten seit Januar 2021? So, wie kann ich mich davon abkoppeln? Und dazu müssen wir uns Wissen ansammeln, weil das ist das, was uns da rausholt. Und da habe ich jetzt noch, und die ist nur noch ein paar Tage online, die Free Tour vom Matrix-Prinzip habe ich hier unten verlinkt. Und danach werde ich die Free Tour ändern, weil die neue Free Tour ist jetzt gerade in der Mache. Und dann sieht man die alte nie wieder. Das heißt, du hast jetzt noch die Möglichkeit, die alte Free Tour zu sehen. Und da ist eigentlich noch ein viel wichtigeres Material drin, viel wichtigere Informationen, wie man sich da abkoppelt, als jetzt in diesem Video. Okay, deswegen unbedingt gucken. Das war es erstmal für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann ja, like natürlich das Video, teile das Video und schreib unten in die Kommentare, wo du jetzt sehr interessiert bist gerade und so. Aber ich denke, dass wenn dieser Drehpunkt kommt und dann die ganzen Coins wie XRP, Cardano, oh, minus 90% vom All-Time-High, minus 95%, die haben mega Potenzial. Okay, keine Finanzberatung, nur das, was ich denke und Coach Cecil, der Gründer von Matrix-Prinzip, wurde in seiner Kindheit ausgelacht, gedemütigt und rassistisch gemobbt. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und hatte alles andere als rosige Zukunftsaussichten. Doch dann entdeckte er den wissenschaftlich gesicherten Weg zu dauerhaftem Erfolg, die Umprogrammierung des retikulären Aktivierungssystems. Mit dieser Erfolgsmethode schaffte er es nachfolgend 6-mal, sein Hobby zum Beruf zu machen. Und nicht nur er, sondern auch tausende Teilnehmer im Matrix-Prinzip. Wie er das geschafft hat, erfährst du im unten verlinkten Video.